Der Blick vom 115 Meter hohen Mount Faber zeigt, in Singapur wird in die Höhe gebaut. Aus Platzmangel. Singapur ist nach Monaco das am dichtesten besiedelte Land der Welt. Es ist kleiner als die Stadtstaaten Hamburg oder Berlin. Aber hier leben 4,8 Millionen Menschen. Da der Raum begrenzt ist, muss im Meer neues Land aufgeschüttet werden. In den letzten 50 Jahren ist so die Staatsfläche um 22% gewachsen. Singapur gehört zu den dynamischsten Millionenstädten Asiens und wächst scheinbar unaufhörlich weiter. In den nächsten 50 Jahren sollen noch einmal 100 Quadratkilometer Neuland hinzukommen. Das Bankenviertel Singapurs liegt an der Marina Bay. Auf der anderen Seite der Bucht entsteht auf einer riesigen Baustelle ein zweites Stadtzentrum, auf neu gewonnenem Land. Hotels, Büros und 90.000 neue Wohnungen werden hier gebaut. Neben den Wolkenkratzern des bestehenden Bankenviertels gehen die ersten Hochhäuser der neuen City der Vollendung entgegen. Stadtmodelle zeigen, wie es einmal aussehen wird. Nicht nur Hochhäuser entstehen hier. Auf dem Neuland wird es neben der neuen City auch einen großen Park für die Naherholung geben. Trotz der bestehenden Landknappheit will Singapur seine Position als ein führendes Finanz- und Wirtschaftszentrum Asiens behaupten und ausbauen. Jedes neue Projekt soll dazu beitragen. Auch die großen Shopping-Malls. Sie werden oft futuristisch gestaltet. Das Vivo Center an der Hafenfront hat ein japanischer Star-Architekt entworfen.